Andreas, Glückwunsch zum Sieg. Ja, war es schwer heute, vor allem in der zweiten Halbzeit, denke ich mal, habt ihr euch ein bisschen schwer getan, aber die erste war umso besser, was meinst du? Ja, ich denke, nach den letzten Spielen, wo es nicht so gut lief, sind wir jetzt echt wieder gut ins Spiel gekommen. Wir haben uns viel vorgenommen, wir haben Gas gegeben heute in der ersten Halbzeit vor allem, aber auch in der zweiten. Natürlich die zwei Tore, die wir gemacht haben, die haben uns in Karte gespielt auf jeden Fall und ich denke, alles in allem war auch die zweite Halbzeit dann in Ordnung. Wir müssen halt sagen, dass wir dann noch konsequenter auf das dritte Tor gehen, beziehungsweise halt einfach eine Aktion mal noch ausspielen, das dritte machen und dann wäre das absolut top gewesen heute. Du hast dich heute mit einer tollen Aktion auszeichnen können. Das waren 3 oder 4 Paraden in Folge. Kannst du zu dieser Situation was sagen? Ja, die Ausgangssituation war ein Freistoß. Da komme ich dann gerade noch so an den Ball und dann geht es schnell, dann kommt eins zum anderen, dann sind noch zwei Abschlüsse danach und ich habe mir einfach voll reingeworfen. Ich meine, für die Mannschaft, die erwartet das von mir und da gebe ich einfach alles und das hat mich dann auch gefreut, dass ich heute ein guter Rückhalt sein konnte. Du hast ja dann die Führung natürlich für deine Mannschaft verteidigen können. Was geht in einem vor nach solchen Aktionen? Ja klar, das pusht einen schon auf jeden Fall. Also wenn man dann so in so einer Situation da die Führung hält, gibt einem das schon nochmal einen Aufschub fürs ganze Spiel. Und ich denke aber auch ganz wichtig, dass es der ganzen Mannschaft nochmal einen Aufschub gibt. Und das haben wir dann heute auch bis zum Ende dann ausgenutzt und gut über die Bühne gebracht. Ihr habt ja nach deinem letzten Spiel in Kehl, wo ihr in der ersten Halbzeit eher schwächer und dann in der zweiten umso stärker gespielt habt, versucht einiges zu verändern. Was kannst du zu diesen Veränderungen sagen? Ich denke, die hauptsächliche Veränderung, die hat sich im Kopf abgespielt. Ja? Also, dass wir einfach sagen, okay, wir gehen voll drauf, ja? wir investieren nochmal mehr, wir investieren von Minute 1 an mehr und nicht erst nach einem Nackenschlag wie in Kehl, dass wir 0-1 hinterliegen und dann uns so langsam rankämpfen, sondern das war das, was wir uns vorgenommen haben. Und ich denke, das war der größte Unterschied. Nichts vom Taktischen oder so, sondern das war das, was es ausgemacht hat heute. Ihr seid ja von Anfang an ein hohes Tempo gegangen, fast ein bisschen zu viel, weil ich etwas den Eindruck hatte, als wäre in der zweiten Halbzeit ein bisschen die Puste raus. Ja, das mag sein, aber ich denke, das war genau richtig so, weil alles andere hätte uns heute nichts gebracht. Kräfte einteile war irrelevant. Wir wussten, dass wir von Anfang an uns absolut reinknien müssen und auch bestenfalls in Führung gehen. Und deswegen auch dann in der zweiten Halbzeit eventuell da einen Gang zurückschalten, beziehungsweise da hat dann vielleicht die Luft gefehlt nochmal für die letzte Aktion, um die konsequent fertig zu spielen. Aber trotzdem Kompliment dann auch an die Mannschaft, dass man das, was wir uns vorgenommen haben, da umgesetzt haben, und zwar vom ersten bis zum letzten Mann. Ihr habt ja jetzt noch 2 Spiele vor euch, in denen ihr auch euren Fernkonkurrenten Ulm jetzt unter Druck setzen könnt. Was habt ihr euch da vorgenommen? Im Prinzip das Gleiche wie heute. Also wir wollen die nächsten 2 Spiele gewinnen. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt in die Spiele nur noch rein, es gibt nur noch einen Sieg. Ja. Wir wollen die Spiele gewinnen, so fahren wir nach Sandhausen, so spielen wir daheim gegen Hollebach. Und dann sind wir halt leider darauf angewiesen, was Ulm macht. Aber nichtsdestotrotz hauen wir uns genauso wie heute voll rein und versuchen, die Spiele zu gewinnen. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir die Spiele auch gewinnen werden. Kannst du Details zum nächsten Gegner sagen oder ist es eigentlich egal, was das für ein Gegner ist? Ja, das hast du ja gerade schon richtig gesagt. Eigentlich ist das scheißegal, um ehrlich zu sein, wer kommt, sondern wir gucken nach uns. Wir wissen, dass wir uns pushen müssen, dass wir genauso ins Spiel gehen müssen wie heute. Und dann ist es egal, ob das Sandhausen ist oder ob das Hollenbach ist. Da gibt es nur eins und das ist Vollgas, so wie von heute, Minute 1 ab. Andreas, ich danke dir vielmals für das Interview und alles Gute. Dankeschön, danke.